Es geht in dieser täglichen Übung um verschiedene Aufgaben, bei denen jeweils addiert, subtrahiert und multipliziert werden soll. Dabei geht es jeweils um dieselben Brüche, die dort verarbeitet werden. Fangen wir mal an mit 5 Achtel plus 1 Achtel. Wir addieren das Ganze, indem wir den gemeinsamen Nenner beibehalten und die Zähler addieren. Da kommen wir raus bei 6 Achtel und das Ganze können wir noch kürzen mit 2 und kommen raus bei 3 Viertel. Beim Subtrahieren behalten wir genauso den gemeinsamen Nenner bei und subtrahieren die Zähler. Wir kommen raus bei 4 Achtel und das können wir noch kürzen zu 1/2. Wenn wir jetzt multiplizieren, Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner, kommen wir im Zähler auf 5 mal 1, das ist 5, und im Nenner auf 8 mal 8, das ist 64. Das Ergebnis 5/64. Nächste Aufgabe, 4 Fünftel plus 3 Zehntel. Wir brauchen einen gemeinsamen Nenner. Und bei dieser Aufgabe bietet sich die 10 an. Hinten müssen wir nichts verändern beim zweiten Summanden, aber vorne, um nämlich von der 5 auf die 10 zu kommen, mussten wir mit 2 erweitern. Das machen wir auch beim Zähler und kommen hier auf 8 Zehntel. Wir addieren wieder, indem wir den gemeinsamen Nenner beibehalten und die Zähler addieren. 8 und 3, das sind 11. Unser Ergebnis 11 Zehntel. 4 Fünftel minus 3 Zehntel. Jetzt haben wir den Vorteil, wir müssen gar nicht mehr darüber nachdenken, ob wir irgendwie erweitern, sondern wir nehmen einfach das, was wir oben schon rausgefunden haben und können jetzt den gemeinsamen Nenner beibehalten und die Zähler subtrahieren. Wir kommen raus bei 5 Zehntel, was wir noch kürzen können zu 1/2. Letzte Aufgabe, 4 Fünftel mal 3 Zehntel. Wir sehen, dass wir sowohl die 4 als auch die 10 mit 2 kürzen können, also durch 2 teilen können und deswegen hier mit 2 kürzen können, sodass hier oben eine 2 stehen bleibt und hier unten eine 5. Damit wird unsere Aufgabe ein klein wenig einfacher. 2 mal 3, das sind wir bei 6 und 5 mal 5, das sind 25. Wir müssen auch im Ergebnis nicht mehr kürzen, wir sind bei 6 25. Die letzten drei Aufgaben. Wir haben hier 10 Neuntel und 3 Fünftel. Wir brauchen wieder einen gemeinsamen Nenner und das ist in dem Fall die 45. Um von der 9 auf die 45 zu kommen, muss ich mit 5 erweitern. Das mache ich auch mit dem Zähler, sind wir bei 50. Um von der 5 auf die 45 zu kommen, muss ich mit 9 erweitern. Das mache ich auch mit der 3 und komme bei 27 raus. Ich behalte den gemeinsamen Nenner bei und addiere die Zähler. Und da komme ich raus bei 77 45. Das Ganze kann ich nicht nochmal kürzen und bin fertig. Bei 10 Neuntel minus 3 Fünftel können wir uns die Überlegungen sparen zum Thema erweitern, denn das haben wir oben schon gemacht und es müssen natürlich nicht plus, sondern es muss minus sein. Wir behalten den gemeinsamen Nenner bei, das ist die 45, und wir subtrahieren die Zähler. Und kommen raus bei 23 45. Letzte Aufgabe. Wir schauen wieder, ob wir was kürzen können. Und ja, das funktioniert. Nämlich bei der 10 oder 5 kann ich beide durch 5 teilen. Ich kürze also mit 5. Hier bleibt eine 2 stehen, hier bleibt eine 1 stehen. Und bei der 3 und bei der 9 kann ich hier was mit 3 kürzen. Hier bleibt eine 1 stehen, hier bleibt eine 3 stehen. Und damit habe ich hier als Ergebnis 2 mal 1 im Zähler und 3 mal 1 im Nenner. Das Ergebnis 2 Drittel.